das ist eine Formulierung. Wenn du sagst jetzt, nimm das Ding oder das Mofa. Ja, ich weiß nicht. Also sollen sich die Gelehrten streiten. Da ist ja wieder gar nichts mehr drin. Wenn ich dran bin, ist da genauso viel drin, wie da drin ist, wenn du dran bist. Als ich dran war, war da mehr drin. Weniger. Mehr. Von was jetzt? Benzin im Tank, du Dödel. Ja, das sag ich doch, aber du fängst doch mit dem Streit an. Das war der größte Fehler in meinem Leben, mit dir überhaupt eine Gemeinschaftsmofa. Also Motorradfahren, das ist was ganz Besonderes. Man hat einen Motor in der Mitte und vorne und hinten ein Rad und dann muss man mit dem Körper das Motorrad exzellent ausbalancieren. Man fühlt genau, wo das Motorrad hin will und man kann mit dem Körpergewicht eben halt praktisch die Lenkung ersetzen, wenn man das geschickt einsetzt, das Körpergewicht, mit dem Körper ausbalanciert. Raue Schale, weicher Kern. Meist erkennt sich schon an der ganzen Haltung, wie sie gehen, dass sie Biker sind. Eigentlich liebenswerte Menschen und mit dem Herz an der richtigen Stelle. Oh nee, du bist das doch. Oh, die Kiste. Mensch, was habe ich die Schnauze voll? Scheiße, die Kiste, du. Ärgerst dich den ganzen Tag über den Mist, weil er dich foltert. Was ist denn nun wieder los hier, Mensch? Junge, was ist das? Ich hatte kurzfristig keinen Führerschein. Da musste ich Mofa fahren, aber die ist gleich im Keller unten runter und gleich erstmal die Kanäle geschrubbt, dass der Apparat ein bisschen besser geht. Ging gar nicht mit 25. Schläft's ja ein. Wo wären wir ohne Mofa? Gar nicht vorstellbar.